ist doch kacke. Ich komme. Schleppt sich irgendwie doof hier. Okay, alles klar. Los jetzt, hopp, wir müssen jetzt erstmal los. Wow. Ey, aber ohne Elektroantrieb fährt sich das ja richtig scheiße. Aber gut, ich habe ja auch keinen Saft drauf, ne? Oh, Schatz, das geht ja gar nicht. Oh, da brechen mir ja die Gräten, ey. Jo, irgendwie ist das schon ein bisschen witzig, ne, dass man hier nicht mehr trampeln muss. Na, Gott sei Dank, ich habe ja auch keinen Saft hier auf meinen Reifen. Jetzt müssen wir erstmal zur Tankstelle fahren und mal ein bisschen Luft aufpumpen hier, Freunde. Jetzt kommt und immer hippie. Ey Mann, wirklich, ey, Shiner Gadget Kack Spezial, ey. Kamera funktioniert nicht, ich muss erst einen Akku rausnehmen. Ja, von der Travo, was ist denn das für eine Kackfirma hier? Die Ape Man Travo, heute im Shiner Gadget Spezial. Bis jetzt schon richtig scheiße, weil sie jedes Mal das Videoformat abbricht und dann immer nur in 3 Minuten filmt. Und ich sie jetzt gar nicht eingeschaltet bekomme mehr richtig, dass sie aufnehmen soll. Jetzt muss ich erstmal den Akku rausnehmen, das habe ich jetzt schon 2-3 Mal, und wieder reinpacken. Ey, da kriege ich eine Krise. Oh, und vor allem dann dieser, weißt du schaltest die Kamera ein. Wieso der Gameboy von 94, weißt du, der sich so einschaltet. Ey, so fühlt sich das hier gerade an. So, jetzt kommt, Freunde. Einfach nur hier runterfilmen, Zwischensequenz, Thema erledigt. Und Ente trennte. Jawohl. Ja, Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben endlich Luft aufgepumpt auf unser tolles E-Bike Fido D2. Gestern hatten wir erstes Unboxing und heute machen wir auf jeden Fall das Review für euch, sprich den Fahrtest. Und das Ganze im Shiner Gadget Spezial. Das heißt, ich habe mir auch Shiner Gadget Spezial. Ja, das Ganze im Shiner Gadget Spezial. Das heißt, ich habe mir zum einen mal einen GoPro-Ersatz organisiert. Und zwar die Ape Man Travo. Das ist eine Kamera, die bekommt ihr da draußen den Shiner Stores zu kaufen für gut 150 Euro mit 2 Akkus und einem Haufen Zubehör. Ich werde immer mal wieder so ein paar Szenen reinseppen, damit ihr mal einen Unterschied habt zu einer GoPro Hero 8 und so einer Ape Man Travo Kamera, die so ein bisschen aussieht wie eine GoPro, aber in Summe wesentlich leichter ist und auch von den Funktionen her bisher mir persönlich noch überhaupt nicht gefallen hat. Aber entscheidend ist nachher das Bildmaterial. Wir machen heute eins, wir fahren heute einfach mal eine Runde mit dem Fido D2, bei dem man den Akku nicht rausnehmen kann. Ich habe ja so ein paar Leute, die da geschrieben haben, ja, du musst hier die Schrauben lösen. Ja, wenn es danach geht, könnt ihr auch mal einen Werkzeugkasten mitnehmen und könnt jeden Roller auseinanderbauen während der Fahrt. Ist ja kein Problem. Akku ist hier nicht entnehmbar. Das heißt, ich musste die Scheiße von 3 Stockwerke runtertragen. Wenn du dann 20 Kilo hast, weißt du im Endeffekt danach, was du getan hast. Aber wir machen jetzt eins, ich habe nämlich richtig Bock. Wir machen jetzt einen Familienausflug. Bevor Berlin gesperrt wird und keiner mehr raus kann, fahren wir jetzt eine Runde um den Block und gucken mal, was der Fido D2 so kann. Los geht's, ab geht's, jetzt geht's los. Also hier so. Ne? Ja, okay. Jetzt gucken wir uns noch mal ganz kurz den Lenker an. Also man kommt gut an die Bremsen, schöne Breite. Man kann ja alles individuell verstellen, wunderbar. Links on-off ist tatsächlich nur fürs Vorderlicht. Rücklicht hat man hier nicht spendiert, finde ich ein bisschen traurig. Das ist kein Blinker, das sind tatsächlich 3 Fahrstufen, die probieren wir noch aus. Der rote Knopf ist der Notausschalter, falls nichts mehr geht und ihr einen Unfall habt. Hört sich dann so an, dann müsst ihr den Notarzt rufen. Und hier auf der rechten Seite, ja, damit könnt ihr den Lamborghini starten. Dann seht ihr zum einen natürlich gleich euren Akkustand. Geschwindigkeit seht ihr hier keine. Und einen Gasdrehgriff habt ihr hier auch noch. Das wird sehr interessant. Wir werden das Ganze natürlich mit GPS verfolgen und machen jetzt einfach eine runde Tour. Habe ich richtig Bock drauf. Ich habe mir das Ganze jetzt hier schon so ein bisschen in der Höhe eingestellt, wie ich es brauche. Sitzhöhe ist soweit okay. Lenkerhöhe ist auch in Ordnung. Also ich würde sagen, für meine Größe 1,90 noch ein bisschen unterdimensioniert, aber trotzdem lustig. Sag einfach, ob es scheiße aussieht, ja oder nein. Es sieht verdammt scheiße aus. Warum sieht es verdammt scheiße aus? Weil du da aussiehst wie... ein Affe auf dem Schleifstein. Das ja, ist so ein typischer Aussichtsspruch. Genau so. Den liebe ich ja, ne? Unterstützt wird das Ganze von unserer China Gadget GoPro Ersatzkamera, der Ape Man Travo. Oh, scheiße. Oh, ist doch nicht euer Ernst, ey. Das geht ja gar nicht, ey. Also, ist schon sehr, sehr mühselig, muss ich sagen, wenn ich jetzt hier so reinhaue. Oh. Ja, wie gern würde ich jetzt auf deinem Motorrad sitzen, mein Freund, ne? Hier wird mir überhaupt nicht geholfen. Der Motor schaltet sich hier auch nicht zu. Sondern ich latsche jetzt hier rein, 120 Kilo Max Zuladung, 100 Kilo wiege ich jetzt. 16 Zoll Bereifung, ist das peinlich und ich werde hier von allen überholt. Oh mein Gott. Freunde, da hilft nur eins, wir nehmen mal den Pedelec-Modus. Das ist jetzt quasi die letzte Stufe im Bunde. Ah, und jetzt spürst du schon eine deutliche Unterstützung. Das ist schon wesentlich angenehmer. Aber ich muss euch sagen, von der Ergonomie her finde ich das nicht ganz so geil. Weil ich komme hier mit meinem Knie schon mal fast an den Schlüssel und ich glaube, man sieht das ganz gut. Und das nervt mich auch ein Stück weit. Ja, und wenn ihr jetzt im Pedelec-Betrieb seid, dann ist im Endeffekt der Gasgriff auch deaktiviert. Das heißt, ihr habt immer nur so diese Unterstützung, die immer sehr sporadisch reingeflogen kommt, um dann letztlich mal den Berg hochzufahren oder generell einfach seinen Weg zu schaffen. Was sagst du?
Boah, mir tut der Arsch weh, Schatz. Mir tut richtig der Arsch weh. Was lachst du da? Das ist doch nicht witzig, ey. Boah, ey, wirklich. So, und hier vorne jetzt immer noch die China-Kamera, Apeman Travo. Ja, also vom Bildmaterial, was ich jetzt hier so auch so mit dem Screen sehe, ja, ist das noch nicht so pralle. Es wirkt alles immer noch sehr dunkel. Ich weiß nicht, was die für einen Bildsensor verbaut haben. Aber ihr kriegt ja das Bildmaterial immer wieder reingeschoben von mir, von dieser Kamera. Und ja, jetzt sind wir hier auf dem Fahrradweg unterwegs. Ich bin immer noch im Pedelec-Modus. Wir gehen mal in den Elektrobetrieb. Das heißt, ich mache jetzt mal gar nichts. Ist eigentlich ziemlich geil. Und fahre das Teil jetzt einfach mal aus. Ich bin ganz gespannt eigentlich. Und wir sammeln mal Geschwindigkeit und wow, das Ding geht ganz schön ab hier. 23,9 km/h sehe ich jetzt hier bei mir auf dem GPS, 25,5. Und rein provisorisch arbeiten die Pedale hier so ein bisschen mit, aber das ist schon schnell. Das ist schon schnell, auf jeden Fall. Ja, Leute, das sind mal entspannt 28 km/h, die der Fido D2 hier mal rein elektrisch macht. Holla die Waldfee, das ist ja geil. Ja, wie ist das ganz schön langweilig? Ich meine, gut, klar, das ist jetzt ein Fahrrad. Und du kannst es als Pedelec benutzen. Und ja, das fährt auch ein bisschen wie ein E-Scooter. Aber irgendwie ist es halt irgendwie auch viel zu klein für meine Statur. Was machen wir denn jetzt? Mir tut ja jetzt schon der Arsch weh. Papa, willst du mein Fahrrad fahren? Wie, dein Fahrrad fahren? Mein Fahrrad fahren. Ich meine, ist jetzt auch nicht größer wie der Fido, oder? Oh nein! Oh Gott! Jetzt bin ich auch noch vom Weg abgekommen! Ah. Ja, nice! Ist gekauft! Nehm ich! Ah, wenn man hier vorne sitzt, so wie der Sattel ein Tiere, ist voll scheiße. Man muss echt viel mitnehmen. Ja, also sie meckert gerade und sagt, dass der Sattel irgendwie scheiße ist und dass es von der Höhe noch nicht optimal ist. Ich finde aber, dass das trotzdem schon mal ganz gut aussieht, was du da machst. Aber wie war denn jetzt diese elektrische Funktion? E-Scooter-Modus? Ja, aber da fahre ich lieber einen E-Scooter, da habe ich mehr Fun bei. Wieso? Weil da stehst du halt drauf. Ne? Wenn du ein Fahrrad haben willst, dann kaufst du halt ein Fahrrad. Richtig. Ja, ich meine, das ist ja ganz witzig, aber... Ich finde es ja ganz cool, wenn man halt die ganz großen E-Bikes hat, wo man ein bisschen zuschalten kann, was ein bisschen je, beim Treten halt ein bisschen mitgeht, wie sagt man? Pedelec nennt man das. Ja. Hast du ja hier auch einen Pedelec-Modus. Ja, ansonsten, also ich brauche keine E-Scooter-Funktion um Fahrrad, tut mir leid. Okay, man merkt, du bist so ein richtiger Fanatiker, was Fahrrad betrifft, ne? Ein Fahrradiker. Okay, der war schlecht, oder? Mhm. Wollen wir weiterfahren? Oh ja, tauschen wir wieder die Fahrräder. Machen wir, danke. Ja, Freunde, wir sind jetzt schon ein paar Kilometerchen unterwegs. Der Popo tut langsam weh. Fahrwerk macht aber, was es soll. Und ja, es ist okay, es ist ein Klapprad. Also meine Erwartungshaltung war jetzt auch nicht die größte. Man muss halt eben immer nur ein bisschen aufpassen, dass wenn Akku oder Motor ausfällt, dann latschst du dich tot. Ohne Scheiß. Das macht dann auch überhaupt keinen Spaß mehr. Das andere Thema ist folgendes. Ihr habt ja diese drei Fahrstufen und wie gesagt, ich gehe jetzt mal in diesen manuellen Modus. Und ja, wenn du eine ebene Straße hast, gar kein Thema. Aber sobald du eine Steigung hast, tut es richtig weh. Gehst du in den Pedelec-Modus, finde ich cool, macht's was es soll, für unter 500 Euro, E-Bike Pedelec, wunderbar. Akku ist aber nicht entnehmbar. Elektromodus, ja, ist nicht schlecht und ist auch cool, dass man im Endeffekt sowas nutzen kann, aber in Summe ist es nicht zugelassen. Ihr bekommt also ein Problem, wenn ihr damit erwischt werdet. Und das muss man einfach wissen letzten Endes. Und ich muss auch sagen, dass es bei weitem nicht so viel Spaß macht, als wenn ich auf einem E-Scooter stehen irgendwie unterwegs bin oder ein Vehikel habe, was halt eben vielleicht keine 20 Kilo wiegt. Und was ihr auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln einfach besser mitnehmen kann, meine Meinung, ja. Aber alles in allem ist es bisher eigentlich eine runde Geschichte, aber auch unspektakulär, ja. Man hat jetzt hier das Rad nicht neu erfunden und auch die Komponenten und auch die Verarbeitungsqualität könnte an mancher Stelle besser sein. Ich muss aber dazu sagen, dass ich bisher noch nichts klappern höre. Seid euch darüber bewusst und im Klaren, dass wenn ihr euch so ein E-Bike kauft, ihr auf jeden Fall eine gute Krankenversicherung braucht. Oh Gott! Das Witzige ist eigentlich, dass die Leute mal total verblüfft gucken, warum ich hier elektrisch mit meinem E-Bike unterwegs bin. Ja? Jetzt mache ich mal die Beine ein bisschen zusammen. Erstmal was trinken, ne? Du hast ja sowas. Wie, was habe ich? Kannst du das nochmal wiederholen? Was habe ich denn? Ein E-Roller. Wie? Na, ich habe ein E-Bike, E-Scooter, Pedelec. Ach so,
Der Helm ist übrigens total schief. Und wir hatten das hier so, ey, sag mal, das babbelt doch hier total rum. Oh, und jetzt nochmal richtig schön bergauf. Immer gib ihm, ey. Ja, ich weiß, dass du hinter mir bist. Oh, ja, du hast aber auch größere Räder, Mensch. Das ist alles ein bisschen entspannter und du hast vor allem auch eine Gangschaltung, ey. Wenn bei mir der Akku alle ist, ist Schicht im Schacht, Digga. Okay, das ist doch irgendwie ein Vorteil, wenn man mal ab und zu sagen kann, komm, ich geb Gas. Lass dich, muss ich erwischen. Jetzt aber ein kurzes Fazit hier zum Filo D2. Also, das Bike ist gar nicht so schlecht. Es ist gut verarbeitet. Preis unter 500 Euro ist ein Hammer, aber es ist nicht zugelassen. Warum? Ihr habt drei Fahrmodis, normal, Pedelec und E-Scooter-Mode. Und ganz klar, wenn du im E-Scooter-Mode unterwegs bist, ey Leute, ihr habt einfach keine Zulassung für das Ding, keine Versicherung, nichts. Lasst euch nicht erwischen. 28 km/h mag ja geil sein, aber in Summe, wenn ich einen E-Scooter fahren möchte, dann kaufe ich mir auch einen E-Scooter. Dann habe ich auch die Portabilität. Und dann muss ich nicht jedes Mal 20 Kilo in den dritten Stock schleppen, weil die Scheiße ist natürlich, ihr habt nicht mal einen Akku, den ihr rausnehmen könnt. Und ich habe auch nicht immer einen Werkzeugkasten dabei, um das Ding komplett auseinanderzunehmen, um dann den Akku rauszuziehen und zu hoffen, ey, hoffentlich produziere ich den gleichen Kurzschluss. Ja? In Summe nicht schlecht. Der Arsch tut mir auf jeden Fall noch ein bisschen weh, weil durch den kurzen Radstand und durch die kleinen Räder, naja, da ist es nicht ganz so komfortabel, wie man sich das normalerweise wünscht. Aber alles in allem sind wir jetzt 15 Kilometer gefahren. Ich möchte es ehrlich gesagt nicht nochmal wiederholen. Aber in Summe ist es auch kein Bike für mich, nicht für 1,90 Meter, sondern eher für die Leute, die sagen, ey, ich suche eine Alternative, um mich mal auch komplett elektrisch zu bewegen. Ob das illegal ist oder nicht, ist ja jedem selbst überlassen unterm Strich. Ja? Ihr müsst jetzt nur noch eins machen, klicken, liken, abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Sollte jetzt demnächst Ausgangssperre in Berlin herrschen, ja, dann mache ich einfach Homeoffice. Ne? Das heißt, wir filmen dann von zu Hause, ist gar kein Problem. Videos gibt es dann von oben oder vom Innenhof. Also, bis zum nächsten Mal.